Bist bereit, oder? Ja, fliegender Start wieder, oder wie? Und los! Ja, einen wunderschönen herzlich willkommenen guten Tag. Heute Vlog im Profi. Denn hinter der Kamera ist der Stief. Stief, sag mal hallo. Hallo. Denn ich denke, man wird schon an der Qualität sehen, dass ich es nicht mit dem Handy aufgenommen habe heute oder keinen Kameramann hinterm Handy habe. Was machen wir heute, Stief? Heute sind hier Kühlerwochen angesagt, ne? Kühlerwochen? Ja, Kühlerwochen tatsächlich. Guck mal hier, wenn du da hinten reinfilmst, da hinten ist die Pilar. Die macht, wir gehen gleich mal rüber und fragen die, was die macht. Aber die ist, glaube ich, gerade die Wasserpumpe machen. Und ich mache hier gerade Kühler neu. Ich hatte die ganze Zeit so fette Probleme mit dem E-Lüfter mal gehabt, wegen den Relais, die da drin irgendwie kacke waren. Und jetzt will ich den wieder wechseln. Jetzt habe ich mir nämlich einen Kühler schon vorbereitet. Da steht er für mit E-Lüfter, den ganz großen. Weil jetzt steht ja bald mein Termin bei Debilas an. Zeitlich befinden wir uns gerade nach dem Vlog, wo ich darüber geredet habe, was alles am Auto passiert. Also zeitlich befinden wir uns nach Vlog 3, glaube ich, müsste es dann sein. Und deswegen, jetzt will ich gerade noch vorbereiten, dass der E-Lüfter anmacht, dabei ist oder am Start ist, weil ich habe festgestellt, wenn ihr jetzt ein Kennfeld macht, hatten wir gestern, da waren die liebe Kim und der Tim noch da. Kimi Motorsport, man kennt's, man kennt sie. Der Tim kennt sich mit MS Tuner Studio ziemlich gut aus und wir mussten, jetzt lass mich nicht lügen, Stief, wie habe ich eben gesagt, Warm-Up Acceleration Enrichment oder Warm-Up Enrichment, das mussten wir anpassen und ich habe jetzt halt festgestellt, dass natürlich mit dem Visco-Lüfter, der ja ständig Kühlleistung gibt, läuft das Auto einfach langsamer hoch oder wird langsamer warm, ist ja normal, als wenn jetzt ein E-Lüfter dran ist, der halt nur, wenn die Temperatur erreicht ist, gelüftet. Also habe ich mir gedacht, komm, ich gehe wieder auf E-Lüfter zurück, weil dann wird das Auto halt schneller warm, Stief, ne? Können wir schneller losfahren. Weil, weiß ich nicht, will ich halt nicht so. Wäre das eigentlich noch aus was für dich hier so? Einzeldrosseln und so? Sechszylinder? Ich bin froh, dass die Bude so läuft, wie sie läuft. Da wäre Einzeldrossel geil, sag ich dir. Da wäre es vielleicht leckerer, ja. Da wäre geil. Vor allem kannst du auch richtig Leistungen rausholen. Ist halt, glaub, Zweier GTI-Motor, also ACE, ne? Und da kannst du halt echt alles machen. Stief hat ja noch ein bisschen Gasprobleme aktuell, ne? Nee, nur beim Anmachen manchmal. Also wenn er warm ist, dann geht er direkt an und wenn er kalt ist, dann musst du erst ein bisschen orgeln. Dann dauert K-Tronic, Jetronic oder wie der Scheiß heißt, dieses, mit dieser Membrane. Das ist voll kacke, ehrlich gesagt. Ja, Stief kann euch jetzt hier ein bisschen mitnehmen, auch durch die wunderschöne Halle, weil jetzt habt ihr mal einen geilen, Blick. Und wir können mal gerade schnell gucken, was die Pilar da macht. Weil, komm mal mit, die ist schon richtig am Absicken, weil die macht gerade Wasserpumpe. Stief, du hast auch Stahl, also hier Metallrad-Wasserpumpe, ne? Das ist eigentlich das Erste, was wir hier mal machen, ne? Ja, ich glaube, ich habe das Auto ein Jahr gehabt und dann habe ich die... Mit einem Metallwasserrädchen jetzt. Gibt's die, da scheiden sich die Geister, ob das besser oder schlechter ist. Ich finde es besser, weil es einfach, ey, wenn dir bei BMW das Wasserrad von der Wasserpumpe abbricht oder kaputt ist, dann hast du beim Fahren noch 2 Minuten, kann man sagen. Ja, jetzt sagen auch wieder, nee, ich fahre mir das kühl genug oder so. Nee, also ich kenne jetzt 2 Leute, die das mal hatten und da war ganz schnell, nach 5 Minuten war Motor, also hier Zylinderkopf halt dann platt, ne? Weil das ist direkt am... Da, wo Kühlleistung hin muss. So, ich zeige euch mal gerade was. Guck mal, wie geil das ist, wenn ihr hier eine Wasserpumpe macht. Ich weiß nicht, ob das hell genug ist hier. Aber Wasserpumpe sitzt ja hier hinter. Und guck mal hier, ne? Da kann ich mich reinstellen. Da ist einfach so viel Platz. Kriegst du das drauf? Da ist einfach so Schalten wir ins Dunkle. Da ist einfach so viel Platz drin. Und wenn wir jetzt zur Pilar gehen, dann seht ihr mal, wie gestresst die sein wird. Also jetzt... Nicht stören. Komm mal mit. Pilar? Ja. Na, kotzt schon ab? Nee, ich muss es nur hinkriegen, richtig. Kriegst du Wasserpumpe raus? Weiß ich nicht, guck ich jetzt. Guck mal, jetzt hat Pilar schon echt viel freigelegt. Ne? Du hast jetzt, was musst du alles, du musst es alles entfernen dafür, ne? Okay, ich habe komplett die Lüftungsblech komm entfernt. Her, ich komme mal hier mit dem Mikro zu dir. Ich habe das Lüftungsblech komplett entfernt, was hier unten drunter ist, damit ich überhaupt in den Kühler komme. Habe Kühlwasser abgelassen, habe den ganzen Kühler mit E-Lüfter ausgebaut, was übrigens noch enger ist als so schon. Und Keilriemen ab, Spannrolle runter und jetzt die Wasserpumpe. Ja gut, Spannrolle und Keilriemen müsste ich auch abmachen. Aber hätte ich einen E-Lüfter wie du verbaut, hätte ich tatsächlich gar nichts abbauen müssen, außer halt die Wasserpumpe selbst. Ja. Und da die Wasserpumpen immer so richtig bombenfest da drin sitzen, muss man die ja mit so 2 Schrauben, die so ein, da ist ja kein Gewinde dahinter, dann drückst du die so nach raus. Ne? Und gerade auch mit dem wenigen Platz ist natürlich richtig scheiße. Tja, wird nicht langweilig. Hast du noch Bock? Ja, alles gut bis jetzt. Ich schraub gerne. Wenn es funktioniert, gerne. Ja. Wenn's funktioniert. Ja, Stief, was machen wir sonst hier so heute? Soll ich ein bisschen mengen so? Meng mal. Komm, ich meng mal. Los geht's.
Ah. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet hier. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Hier verhassen mich auch voll viele Leute oder sagen voll, ich hätte einen an der Waffel. Hast du ja auch. Ich habe mir hier für den Kühler bei M Sport Parts in den USA diese Beschläge hier bestellt und habe halt da Löcher reingebohrt. Ja, okay, ich habe die Karosserie ein bisschen angebohrt, aber hier diese Beschläge halten den Kühler halt drin. Weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Pilar hat da solche Kunststoffdinger, jeder BMW-Fahrer kennt die, damit der Kühler oben so hält. Da muss man die mit so einem Flachschraubendreher raushebeln oder so und in 50% aller Fälle gehen die halt kaputt. Ich finde, das hier ist eine schönere Lösung irgendwie. Ich hätte es am liebsten noch in schwarz eloxiert gehabt, aber im Gegensatz zu den Kunststoffdingern wackelt mein Kühler nicht mehr, sonst konnte ich den immer so ein bisschen hin und her bewegen. Und ich mag irgendwie, wenn Dinge festsitzen so. So. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt, oder ich bin schon an dem Punkt, wo ich den Kühler eigentlich abmachen kann. Ich habe den hier oben gelöst einmal. Ach, da unten muss ich noch lösen. Wo habe ich denn? Vor lauter, ich klemme ein Mikro an die Backe, habe ich jetzt irgendwie mein Ohr liebs. Wo habe ich denn jetzt diesen Schlüssel hingetan? Schalt mal kurz hier rein. Mach mal. Mir fehlt mein... Ach, da ist er. Geht da einfach rein, ne? Ja, ja. Brauche ich ein bisschen Licht vielleicht. Ach hier, ich habe Leon die Lampe geklaut. Ich muss ja sagen, ich hasse mit Kühlwasser rummengen, ne? Weil seitdem wir hier in unserer neuen Halle halt kein fließendes Wasser mehr haben, kannst du nicht mehr die Pfoten waschen danach. Und ich benutze ja keinen kühler Frostschutz so gesehen, in dem Sinne, weil ich einfach hier aus den USA. Manche kennen Mocool, ich benutze hier von VPN Racing dieses Cooldown-Zeug. Das ist wie so ein Additiv, was Pumpenschmierung gewährleistet. Plus bei Mocool hast du ja so, dass der dann 10 Grad, 20 Grad kühler läuft, weil die Temperaturübertragung aus der Flüssigkeit schneller geht. Habe ich beim 1er damals auch benutzt. Funktioniert richtig gut, kann ich nur empfehlen. VP Racing habe ich bis jetzt aber nicht hier in Europa gefunden. Ich bringe es mir immer aus den USA tatsächlich mit oder bestelle es mir da. Kostet ein bisschen was, aber meine Motoren laufen kühler seitdem. Bleibt mal cool mit. Ne? Also geht auf jeden Fall, merkt man, dass zum Beispiel der E-Lüfter bei mir wesentlich später anspringt als bei dir, Stief, beim E36. Das habe ich schon mal gesagt, dass das auch mit an dem VP Racing liegt. Ich dachte, das liegt dann in 2 Zylindern weniger. Dann müsste er ja eigentlich schneller angehen, oder? Ja, also hier bei so Wartungsarbeiten ist 4 Zylinder schon Trumpf. Das kannst du nicht bestreiten. Scheiße. Hass. Was tut er? Ah! Das hört sich an wie Schwimmbad. Mm-mm. Geht. Oh, Kühlermittel. Stief geht schon einen Schritt zurück. So. Immer wichtig, Gummischeiße mitnehmen hier, sonst hat man es ganz schnell verloren. Alles in den Karton gepackt und fragt sich, wo ist der Kram? Ja, ich muss sagen, ich freue mich richtig auf Sommer, hier in der Halle was zu schrauben. Weil, was auch voll krass ist, man merkt hier in der Halle, Stief, ne, jetzt gerade sind es draußen 13 Grad und hier drin sind es vielleicht 8 oder so. Du merkst richtig 5 Grad Temperaturunterschied. Oder? Oh, ich finde es aber eigentlich ganz angenehm gerade. Ja, im Sommer wird es geil. Weil wir einfach im Sommer, hatten wir das ja auch in der alten Halle so, dass wir ganz oft, wenn die Hitze einmal drin war, hat es halt in der Bude stehen. Pro Klimaanlage beim Schrauben. Oh, ich glaube, ich muss hier mal wieder auf manuell Fokus gehen. Der Autofokus, der springt die ganze Zeit hin und her. Wir, glaube ich, wegen dem Gegenlicht. Ich komme auf die andere Seite. Ich glaube, so ist besser. Habe ich roten Sand in. Oh, ich muss noch hier Zaubertrick. Achtung, ich hole jetzt mal. Ich zauber mal was hervor. Ich hoffe, ich kriege das hin, ohne zu schlabbern. Yay! Wir haben natürlich auch professionell so eine Wanne.
Aber warum professionell, wenn man sich auch was basteln kann, ne? Ja, prima, dann kannst du es direkt wieder oben reinkippen, ne? Ja, klar. Das ist mega geil, weil jetzt kann man nachher den Schnüffel aufmachen, aber es ist ein bisschen viel, merke ich gerade. Ich muss mir da noch was einfallen lassen. Ich habe noch einen vollen Kanister da. Pili hat aber zwei Kanister hinten, vielleicht klaue ich mir mal gleich einen von der. Bist du so schnell? Kannst du ein bisschen schneller machen, damit ich den Kanister... Vorbei. Wie, ist vorbei? Nee. Natürlich. Krass, jetzt hör auf, was für eine Schraube ist hier abgebrochen? Wie? Die Pumpe wollte nicht losgehen. Ja, oh nein, warum nimmst du auch so lange Schrauben? Pili. Das hat alles funktioniert. Du musst da rein. Ich sehe gerade gar nichts. Mit der Linse verwirrt. Jetzt. Ich bin hier verwirrt mit dem ganzen Bildschirm. Oh, schön. Sieht man wo was? Ich mach ein bisschen. Ja, hier. Das will nicht so fokussieren. Oh nein. Doch, jetzt hat er seine Hand dazwischen gehabt. Na, ich mach gleich echt wieder auf manuell Fokus. Ja, Schade, was? Schade. Und jetzt? Kannst du die nicht noch, ich meine, du musst sie ja nur rausholen, Pili. Ja, ich versuch das jetzt gleich. Also, du musst jetzt ja eigentlich nur eine zweite Schraube da rausdringeln. Also, hol mal den Kunststoffhammer und klopp die mal gegen, ey. Warum? Alter, ja. Ast rein aus der Reserve gelockt hier. Scheiße. Ja, ich wusste, dass das passieren kann. Das passiert öfters, wenn das hält die strengste Sperberschraube nicht mehr aus, was du da für eine Kraft aufgewickelt hast. Übrigens, Schrauben bei ganz Sperber. Vorsichtig. Also, ja, ganz vorsichtig, aber das, da wo rohe Kräfte sinnlos walten. Tja, mal gucken. Kriegen wir schon hin. Viel Spaß. Ich bin mal gespannt. Willst du hier vielleicht noch ein bisschen? Soll ich mal nee. Mikro einfach weitergeben und wir nein, und Pili quatscht ein bisschen über? Nicht. Ey, warum denn nicht? Weil ich einen Anfall kriege. Wag es dich, nein! Komm. Ich dachte, es wäre jetzt eh rum, weil die Schraube abgebrochen ist. Ja. Oh, wir kriegen noch Besuch. Ja, geht da aus Mäuspart. Ach nee, unser neuer Hallennachbar. Tatsächlich. Voll geil. Der hat einen neuen Hallennachbar? Ja, da steht jetzt ein Auto drin. Ich habe den Vornamen vergessen, weil er ein bisschen kompliziert ist, aber vielleicht kommt er gleich rein. Was? Wieland? Und er hat ein altes Feuerwehrauto. Total geil. Mit so einer langen Kabine. Richtig cool. Hi! Moin. Grüß dich. Ich mach so, weil ich habe voll versaute Pfoten, Alter. Grüß Tim, dich, hallo. Tim. Hallöchen. Hallo, Stief. Tim. Jetzt bist du auch im Video, sorry. Ah, nicht schlimm. Das ist so. Tim ist heute ganz zufällig hier, einfach wegen Bildern. Ne? Ja. Tim hat mich angeschrieben, kann er Bilder machen kommen, so, hast du Bock? Und dann habe ich gesagt, tu dir keinen Zwang an, aber wir sind hier so ein bisschen am Puzzeln. Und ich glaube, das ist das Allergeilste, wenn man, ich hasse ja gestellte Bilder. Ne? Gibt ja so Leute, die dann jetzt hier so am besten, ne? Oder so. Nee, muss an die Domstrebe. Mit dem Schraubenschlüssel an die Domstrebe. Mit dem Schraubenschlüssel an die Domstrebe, oder? Nee, deswegen fühl dich frei, Tim. Ich leg einfach los. Leg einfach los, knipp den Arsch weg. Finde ich gut. Jetzt wurden wir vom Pilar gestört. Ich muss nur noch einen Kühler rausheben. Jetzt läuft mir hier ein bisschen die Suppe runter. Aber das Schöne ist ja, wir haben ja hier Industrieboden, ne? Supergeil. Wir müssen hier mal wischen, Stief. Ja, ist dir mal aufgefallen? Guck mal hinten bei unserem Freund Leon. Da geht einiges. Aber die Sachen sind jetzt da. Bald läuft die Karre wieder. Er freut sich schon richtig. Ja? Grüße gehen über dieses Video raus an Leon. Mach den Laden hier sauber. Das ist ja unglaublich. Nein, Spaß. Dafür ist ja da. Dafür haben wir ja so eine Halle. So. Ich puzzle jetzt mal gerade noch schnell den Kühler hier raus. Und ohne hoffentlich große Wassersauerei. Ja! Genug rausgelassen. Das ist schon mal gut. So, das heißt, nach Adam seinem Riesen. Fehlt hier noch was? Nee. Ach, der Gummipropfen runtergefallen. Hass es. Perfekto. Den stellen wir mal gerade. Ah! Du tropfst? Ja, ich merk's. Lass einfach laufen. Das Ding ist voll. Pili, ich brauche deine Wanne mal. Scheiße. Fass mich an.
Ja, ich wollte gerade eigentlich einsteigen mit, ich wollte der Pili jetzt helfen. Vielleicht kann sie Scheiße auch alleine machen. Nee, jetzt haben wir das, wir haben das Problem ja, also ich weiß ja nicht, ob ich schon mal so eine Wasserpumpe bei BMW gewechselt habe, aber ihr müsst zwei so Schrauben an im Prinzip Löchern, die einfach nur Gewinde haben, aber das ist kein Gewinde im Motorraum so oder am Motorblock, sondern damit drückt ihr die Wasserpumpe so ein bisschen raus. Das heißt, ihr schraubt die Schrauben rein und drückt dann die Wasserpumpe raus. Problem ist jetzt, die eine Seite ist abgerissen und wir kriegen die gar nicht mehr raus. Pilar hat aber das Glück, dass die auf der linken Seite schon ein bisschen gekommen ist, deswegen... Bisschen Gewalt. Wir gucken jetzt mal, ob das geht. Ja. Das ist scheiße, wenn man die Wasserpumpe wieder einbauen will, wegen der Oberfläche und so. Und du musst auch gleich unbedingt darauf achten, dass du da ein bisschen mit Schleifpapier das Ganze begradigst. Und hast du Hylomar da, um das abzudichten? Ja, nee. Hi. Zum Glück habe ich Hylomar da, um das abzudichten. Weil das ist alles so ein bisschen... Wasserpumpe wäre nicht die erste, die ich... Kannst du mir mal da reinleuchten, bitte? Wäre nicht die erste, die ich mir so selber gewechselt habe und... Ich glaube so. Boah, das ist so fies immer. Ja, ja, ich sehe es. Hier kannst du sogar reinfilmen, Stief. Da siehst du eigentlich ganz geil, wie der Schraubendreher da drin steckt. Und wenn du noch ein Stückchen zurückgehst, da siehst du den, genau, da steckt er drin. Und dann versuchen wir jetzt einfach, das Ding da zu trennen, sodass er vielleicht rausploppt. Weil er ist halt super stramm immer da drin. So, Pili, muss man noch leuchten. Keine Garantie, Pilar, ne? Hier. Aber anders kannst du das, glaube ich, gerade machen. Marcel hat noch irgendwas, also der hat hier so ein Spezialwerkzeug für den Kompakt gebaut, als das bei dem passiert ist. Das ist auf jeden Fall ein bisschen gekommen. Hol mal bitte noch, ich hol mal gerade einen noch größeren Schraubendreher. Wir holen mal den richtig dicken Bello. Wo ist denn der ganz... Ah! Wenn Sie dachten, das wäre ein großer Schraubendreher. Das ist ein großer Schraubendreher. Geil, oder? Ja, es kommt eben doch auf die Größe an. Ne? Nicht auf die Technik? Nicht auf die Technik. Sondern wie man damit Schrauben dreht. Leuchten wir ein kleines bisschen weiter nach hinten. Scheiße. Das ist doch Kacke. Was denn? Ich hab den Blick nicht gesehen. Hass es. Ja, jetzt hast du auf jeden Fall schon eine Katsche da drin. Dreh mal hier die noch ein bisschen rein. Hol dir mal eine kleinere Schraube auf jeden Fall. Dreh die mal raus. Du hast auch nur die zwei Löcher da, ne? Ja, ja. Der Marcel weiß sonst, wie es auf jeden Fall rausgeht. Das ist ein Kunststoffhammer, Pilar. Hab ich ihn? Ich schlage jetzt auf der einen Seite drauf, wo die nicht rausgekommen ist. Ich glaube, die kommt. Ist immer geil, wenn zwei Leute was machen in der Halle, dann geht eine Sache doch eh schief und dann kriegt der andere gar nichts mehr gebacken, weil jetzt beide an derselben, ne? Am selben Scheiß sitzen. Man kennt's. Leuchte mal von oben rein, bitte. Dreh die Schrauben auf jeden Fall mal raus, bitte. In deiner Trotzigkeit. Vielleicht sollst du den Marcel echt anrufen. Mach mal. Komm, wir reißen einfach die zweite ab. Hast du die auch schön gleichmäßig gedreht? Oder ja, hast du natürlich, aber hier die ging halt direkt, also hier die hat sich sofort gelöst und die andere war schon vorher richtig fest. Und deshalb habe ich aber irgendwann konnte ich die nicht mehr weiter drehen, weil ich gesagt habe, irgendwann machst du so schief, dass sie verkantet ist. Okay. Ich glaube, wir melden uns hier zurück, wenn das Teil da draußen ist, Stief, oder?
Und hier ist sie, ihre Wasserpumpe. Ja, hier seht ihr, was ich meine mit Kunststoffrad und so. Jetzt haben wir richtig lange geurgelt, haben im Prinzip hier zwischen Schraubendreher gemacht, weil hier seht ihr die Schrauben, die ihr da reindreht, die drücken sich dann hier oben gegen und drücken euch dann die Wasserpumpe raus. Hier seht ihr so ein bisschen die Macken, die ich da jetzt verursacht habe, aber das ist ja eh die alte. Ja, da schon, ja. Und halt ziemlich verknuddelte Dichtung. Ist halt richtig eklig, aber ist halt, ja, geht noch. Die ist jetzt nicht so alt gewesen, um ehrlich zu sein. Also, da gibt es schon schlimmere. Und jetzt haben wir das Ganze halt, wo ist denn die Originale? Ich hole sie mal gerade, die neue. Wieso? Nee. Und wir tauschen natürlich aus gegen eine Kunststoff. Nein. Weil das halt so sinnvoll ist. Ja, gut, egal wie viel Mühe wir uns jetzt gegeben haben, wir kommen trotzdem nicht weiter heute. Ja. Bei Pilars Auto. Genau. Gehen wir einfach zu meinem, machen da weiter, weil da kommen wir weiter. Ich habe nur gerade gesehen, mir fehlt ein Gummipropfen unterm Kühler. Vielleicht finde ich den auch noch. Kommen Sie mit. Hi, da sind wir wieder. Mit immer noch einem vollen. Ich bin gerade fast reingetreten. Hier, die habe ich gerade eben noch gesucht. Ganz wichtig auch, die sind unten am Kühler dran, Leute. Vergesst das nicht, wenn ihr Kühler macht bei E36. Ist echt miese. Der Tim war mir gerade was sehr Interessantes am Erzählen. Tim, komm mal rüber. Jetzt stören wir den mal kurz beim Knipsen. Tim freut sich voll hier. Er sagt, das ist wie ein Museum hier, ne? Ja. Ständig was zu fotografieren. Was hast du jetzt gerade eben gesagt? Du hast den Arbus gekauft. Ich habe mir einen Arbus angelacht. Geil. Stell dich doch auf seine andere Seite. Hier die, genau, dann haben wir das Mikro drin. Arbus Edition, für wen nicht weiß, wer das ist. Das ist im Prinzip das Schwestermodell von dem hier. Bei der Arbus ist das Problem, die wurden nicht Serialnummer verfolgt. Genau. Du weißt nicht, wie viele davon wirklich gebaut wurden. Aber das gleiche, also ein 318 IS Arbus Edition, der hat fast alle Merkmale wie der Class 2. Spoiler hat er gehabt, aber nicht die Halter. Den Kram hattest du nicht da dran. Aber halt voll geil Einstiegsleisten mit Motorsport International, die Plaketten und alles noch dran. Türgriffe, ja. Türgriffe mit BMW Motorsport drauf. Diese an der Leiste am Armaturenbrett ist noch. Ja, genau, die Plakette, ja. Ja. Leider kein Flügel, also ist ohne Spoiler konfiguriert worden. Ja. Der liegt da schon die mal. Konnte man ohne Spoiler konfigurieren? Ja, die konnte man wohl ziemlich wild konfigurieren. Also da gab es noch die schönen Dreiteiler oder Zweiteiler. Ja, ja, RC41, da hinten steht eine. Ja, die sind leider nicht dabei. Schade, hatte ich bis vor kurzem noch hier stehen. Aber geil, das ist selten. Arbus Edition, weißt du, warum die so selten sind? Also was mir aufgefallen ist, weil die meisten Leute gar nicht wussten, was sie da stehen haben. Genau. Haben einfach 318 IS Coupé, weil sich das nicht viel gibt. Ich habe in dem Prospekt, und die gab es auch nur in Deutschland, wegen halt der Arbus. Ah, ja. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Die gab es nur in Deutschland. Ich habe zwei Prospekte vom Class 2. Im französischen Prospekt vom Class 2 ist die Arbus gar nicht drin. Ah. Die Arbus Edition steht ja nur oben mit so einem Auto. Das ist so ein kleiner Artikel in dem Prospekt vom Class 2. Ja. Und die Arbus Edition ist da gar nicht erwähnt. Gab es nämlich nur in Deutschland tatsächlich. Ja, wäre echt mal interessant zu wissen, wie viel gebaut wurden. Also kannst du nicht feststellen. Ja. Das war nämlich, Arbus Edition war so gesehen für die, auch wie beim Class 2, so ein Bestellding. Das Gute hier dran ist aber, dass die 318 ES in Deutschland nie als Limousine ausgeliefert wurden. Und deswegen können die halt so gut verfolgt werden, aber die Arbus nicht. Ja. Aber geil. Darf ich fragen, was hast du dafür bezahlt noch? Wie viele Kilometer? 260. Okay. 260.000. Mäßiger Zustand, also ist noch alles dran, original ist ein Paket und so, der ist vom Lack auch gar nicht so schlecht. Farbe? Cosmo Schwarz. Hm. Ich habe bezahlt 1.800 Euro. Ja. Ich war jetzt vor kurzem eingucken für 1.200, da konntest du Steine durchschmeißen, durch den Schweller bis auf die andere Seite. Schlimm war noch nicht, aber der war schon nass von innen, weil der unten, der ist wohl mal aufgesetzt, der hatte... Hm. Der Unterboden war ziemlich faul, zum Glück keine tragenden Teile, sondern nur... Hm. Ja, das muss ich weiß, ein Kotflügelhalter Standard, aber die Träger an sich, die Karosserie, ging echt klar, also ziemlich wenig Rost. Also seltenes Auto. Tatsächlich seltener als die, weil die meisten Leute halt gar nicht wissen, dass einer. Ist aber auch geiler. Also ein Class 2 ist einfach geiler. Ja, tatsächlich. Übrigens, Steve, für dich, vom Audi Competition gab es auch eine Audi Sport Edition damals, als hier diese, wie heißen die denn bei denen? Heißen die auch Coupé? Audi 80 Coupé? Oder Audi Coupé nur? Ich weiß es gar nicht. Bin ich überfragt. Aber die gab es auch tatsächlich, also sowas wie du hast, mit so ein bisschen Sechszylinder-Kram drauf und RS-Kram drauf oder RS2-Kram oder S2-Kram, gab es auch tatsächlich als Coupé, habe ich letztens gelesen. Aber geil. Geil, Tim. Ja, wenn du kaufen willst, dann ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Du willst verkaufen? Ja, ich denke schon. Ich wurde da, glaube ich, etwas angesteckt von...
der Ringluft und der ist einfach zu schade, um den umzubauen. Nein, auf keinen Fall. Deswegen, auf keinen Fall. Ich habe schon Sitze zu Hause. Zieh ich dich am Ohr hierhin, ey. Und ich wollte auch mit Cooler Works und so, aber das kannst du in dem Auto einfach nicht machen. Nicht in, jedes andere Coupé. Ja, nee, ich will auch, wollte auch ursprünglich eigentlich eine weiße Limo haben, so STW-mäßig. Wer will das nicht? Ja, das wurde da der, der stand noch nicht weit weg. Und deswegen denke ich mal, den werde ich wohl jetzt originalgetreu zu Ende bauen, dann veräußern. Schick mir mal Bilder. Die willst du noch nicht sehen. Schick mir einfach mal Bilder. Voll geil. Oh, eine Avus, also das Schwestermodell in Kosmos Schwarz, so gesehen hier zu haben. Ja, würde gut passen, ja. Ich muss hier weitermachen, ich kann mich nicht konzentrieren. Schwipschwap Zero, das ist ja geil. Ist schon soweit. Hä? Jo. Geil. So, ich mache mir noch schnell einen zu trinken hier in der Bar. Leute, ich muss sagen, wir haben, also ich bin eigentlich so gut wie fertig, ich habe den Kühler jetzt drin. Pilar hat ja das Problem, wir können nicht weitermachen, weil sie braucht nur eine andere Wasserpumpe. Sie hat das jetzt extra ausgebaut wegen dem Metallding. Aber wir sagen in diesem Sinne erstmal Tschüss aus diesem Vlog und ich hoffe, ihr habt Bock auf noch mehr Vlogs. Wir werden einfach wieder reinhauen, Stief, ne? Jo. Also, wir vloggen uns einen weg. Ich trinke jetzt mal eine Schwipschwap Zero. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Supergeil. Keine Werbung an dieser Stelle. Sehr geil hier mit der Bar. Und im Sommer, also wenn ihr hier mal in der Gegend seid oder so und wir da sind, einfach vorher auf Insta schreiben. Eigentlich ist hier immer jeder willkommen, so, ne? Klar. Dann können wir eine Schwipschwap Zero trinken. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Da keine Kohlensäure mehr drin. Oh. Jesus. Wie lange steht die eigentlich schon da? Aber ich trinke trotzdem, wir haben Durst.